Jo Freunde, was geht und damit willkommen zur nächsten Folge von MotoGP 24. Es geht weiter in Silverstone heute. Letzter Part lief auch top mit P4 in Deutschland auf dem Sachsenring, also echt stark. Leider aber knapp am Podium gescheitert, das war schon sehr, sehr knapp. Aber letzten Endes sehr gutes Rennen wieder mal hingelegt. Ich hoffe mal, dass es heute auch gut weitergeht. Aktuell auf Platz 5 in der Fahrerwertung, Marquez 12. Also läuft mittlerweile schon ganz gut. In der Moto 2 habe ich länger nicht mehr reingeschaut. Aktuell Jake Dixon 1., 2. Vietti und in der Moto 3 ist der Yamanaka 1. und Rueda 2. Okay, bin ich mal gespannt. Also Wechselgerüchte sind ja auch nach wie vor, aber ich glaube, die haben sich nicht mehr groß verändert erstmal. Bin mal gespannt, wie oft die sich noch ändern werden. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los. KI auf 80. Würde ich sagen, bleibe ich erstmal. Wir müssen ja vor Oliveira sein. In der Fahrerwertung schaffen wir auf jeden Fall. Oh, Rennen sind nur 7 Runden. Ich glaube, wir fahren heute sogar etwas länger. 50%, weil 7 ist doch schon sehr wenig. Wir haben aber Regenwetter. Das wird auch ganz interessant im Qualifying und im Rennen. Also nur das Training ist trocken heute. Das Training hoffentlich gut im Trockenen, weil das restliche Wochenende halt komplett nass. Okay, ich lasse Marquez erstmal vor einfach. Komm, fahr dann wenigstens. Silverstone aus meiner Sicht genau erst jetzt am Wochenende auch bei der Formel 1 gewesen, das Wochenende. Bei der MotoGP ja jetzt, glaube ich, eine etwas längere Pause, leider schon wieder. Kaum ging es weiter, direkt die nächste Pause. Aber gut, dass Marquez gerade vor uns fährt, weil so lerne ich wenigstens, wie man einige Kurven besser anfährt, als wenn ich selbst alleine fahren würde. Erste Runde 2:2:9, also minimal langsamer als Marquez. Boah, gerade schon mal 7 Zehntel schneller, hä? Alter, also im ersten Sektor geht ja einiges. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Marquez überholen soll oder einfach so bleiben soll, weil wir hätten aktuell 7 Zehntel Verbesserung. Jetzt an Marquez vorbeigezogen, so ein bisschen seine Runde damit verschlechtert, aber ich selbst mit dem schönen Vorsprung 1,1 Sekunden verbessert. Mal schauen, ob ich mich noch verbessern kann. Aktuell sind wir aber 8., also sehr, sehr stark. Es fehlen nur 4 Zehntel auf den ersten Platz. Ja, ein bisschen was geht schon noch, also 4-5 Zehntel locker. Ja, 4 Zehntel verbessert, bisschen geslidet hier am Ende. Okay, das ist aber Platz 2. Stark, also ich hoffe, das reicht für die nächste Session, aber ich denke mal schon, dass wir damit direkt Q2 schaffen sollten. Ich beende das Ganze und wir sind 3., jawohl, sehr, sehr nice. Marquez wurde nur 16., ah, das ist schade, also ich dachte echt, der wäre noch ein bisschen besser. Aber Platz 3 ist gut, ich denke, KI passt soweit. 2 Punkte würde ich, glaube ich, aber noch hochgehen auf 82. Oder wobei, ich glaube, im Regen, ich bleibe einfach auf 80. Die KI ist da sowieso immer besser als im Trockenen. Und leider bisher noch kein Rennen gewonnen. Für Gresini wird eigentlich auch mal Zeit irgendwann. Eine gute Chance war ja in Assen zum Beispiel, wo ich eigentlich der Schnellste am Wochenende war. Wird jetzt nicht die beste Runde, aber immerhin noch keinen Sturz hier verzeichnet in dieser ersten Runde im Nassen. Ende der Runde 2 Minuten 13. Okay, ich glaube, das ist noch nicht wirklich stark. KI fährt aber noch keine roten Zeiten, also an sich sind wir, glaube ich, der Schnellste bisher. Okay, die Runde wird etwas besser. 4 Zehntel habe ich aktuell. Das ist stark. Hier Bremspunkt deutlich besser erwischt. Schön. Boah, okay, es fehlt doch viel, aber alleine hier
sehr, sehr viel schneller. Letzte Kurve hätte besser sein können, aber das war eine gute Runde. Wir sind auf Platz 1. Jawohl, Alter. 1,4 Sekunden verbessert. 67.000 vor Jorge Martin. Ja, das war schon stark. Also vor allem da, wo ich mich verbremst hatte, da war so viel Zeit, die ich liegen gelassen habe. Schönes Ding, Alter. Die fahren sogar mit den weichen Reifen. Also wir hatten die härteren. Krass. Was? Ich war so langsam. Halbe Sekunde schneller. Roter erster Sektor. Oh, auf dem Gras. Halbe Sekunde damit wieder komplett weg. Oh, und jetzt kommen die alle. Morbidelli erster. Das ist auch schon die letzte Runde, fällt mir gerade auf. Okay, 3/10 im letzten Sektor Vorsprung. Also eigentlich geht das, komm. Nicht gut, hier in der Kurve rein. Auf den Curb nochmal gekommen. Jetzt hier noch der Quersteher. Ich glaube, das war's. Letzter Sektor bekomme ich nicht mehr so gut hin. Und damit war's das leider. Wir starten aber von Platz 2. Trotzdem bitter. Also 39.000 fehlen mir auf die Pole. Morbidelli ist auf Pole. Martin Dritter. Ja, ich bin trotzdem zufrieden. Also starkes Qualifying. KI würde ich sagen, stelle ich aber um 2 oder 3 Punkte hoch fürs Rennen. Echt starke Leistung. Dann gehe ich mal auf 82, 2 Punkte hoch. Let's go, Morbidelli ist auf der Pole. Wir schön auf Platz 2 direkt dahinter. Und ich würde sagen, wir holen schon die Mediums, oder? Weil die Soft halten doch safe nicht lange. Hier, da steht auch eine mittlere Mischung, sollten wir wählen. Ich glaube, Benzin hole ich weniger mit, weil da hatte man ja immer weniger verbraucht, eigentlich im Regen. Hoffe ich mal, dass das passt. Von Platz 2 mit den Mediums. Die KI hat wahrscheinlich Soft, komischerweise. Ja, wegkommen war nicht so schlecht, aber trotzdem leider wieder Plätze verloren. Nur noch Platz 5, Platz 4. Aufpassen, Vinales kommt vorbei. Oh, Berührung mit Vinales. Egal, wir sind jetzt hier auf Platz 4, immerhin. Aber Pace sollte eigentlich gut sein, weil im Qualifying war ich ja echt stark dabei. Fast mit der Pole. Okay, es war auf jeden Fall gut, weniger Benzin mitzunehmen. Man hätte, glaube ich, noch viel weniger mitnehmen können. Schon lange kein Regenrennen mehr gehabt, also das macht schon Bock. Und jetzt der Kampf um das Podium und möglicherweise den Sieg heute. Mal schauen. Aktuell Doppelführung Pramac. Boah, hier im letzten Sektor bin ich schnell schön rangekommen. Komm, komm, komm. Eine Sekunde schon Vorsprung auf Vinales. Sehr, sehr nice. Also, oh, da gab es einen Fehler wohl. Schöne Führungsgruppe zu viert. Oh, alle fahren etwas weiter. Ah, da geht es aber nicht mehr durch. Oh, im Windschatten von Aleix. Fast schon neben ihm gewesen. Komm, komm, komm. Immer noch eine Sekunde. Also ich glaube, ich bin da schon eher stärker. Also die Chance ist da auf den Sieg, aber mal schauen. Wird nicht einfach. Oh, ganz, ganz weit fährt Jorge Martin. Und da kommen wir jetzt alle plötzlich ran. Wieder mein geliebter letzter Sektor. Wieder ganz nah dran. Bisschen weit draußen. Oh, Berührung mit Aleix. Jetzt schubse ich ein bisschen neben die Strecke. Wir kommen dadurch vorbei und sind Dritter. Nicht das allerfairste Manöver. Ist echt ganz anderes Fahren hier im Regen. Man muss so vorsichtig rein in die Kurven. Ich bin zwar schneller als die Aprilia, aber die Pramac sind echt schnell. Alle beide. Die Runde war gerade gar nicht gut. Eine Sekunde langsamer als meine persönliche Bestzeit. Direkt auch über eine Sekunde jetzt schon hinter Morbidelli. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass die Reifen extrem schnell kaputt gehen. Also gegen Rennende wird das, glaube ich, echt nicht schön. Die Mediums jetzt schon ein bisschen kaputt hinten. Boah, ich glaube echt nicht, dass ich das gewinnen kann. Leider, weil die Pace irgendwie jetzt ein bisschen zu schlecht ist. Je stärker die Reifen abgenutzt sind, kommt die KI eher ran. Also mal schauen, ob ich überhaupt das Podium schaffe. Wird, glaube ich, nicht so einfach. 7/10 sind es nur noch. Oh, da kommt schon Aleix. Was ist das denn? Ey, unsere Pace hat so stark abgebaut. Ja, jetzt verliere ich sogar das Podium wahrscheinlich. Die KI hat gefühlt keinen Reifenverschleiß, aber bei uns sind so runtergefahren. Ja, Digga, was soll ich denn da machen? Jetzt nur noch Fünfter. Jetzt ist kurzzeitig vielleicht wieder Vierter, aber ich glaube, das wird nicht halten.
Boah, Alter, ich dachte echt, wir holen schön ein Podium, vielleicht den Sieg, aber jetzt sieht es doch nicht mehr gut aus. Also Platz 5 im besten Falle. Jetzt kommt auch noch Bagnaia vorbei. Also ich check nicht, wie die den Grip da herholen aus den Reifen. Meine sind so kaputt schon. Kann ich einfach so spät bremsen wie die KI, weil wir dann direkt hinfallen. Genau bei dem Rennen, wo ich jetzt mehr Renndistanz eingestellt habe, passiert sowas, wo es gar keinen Bock mehr macht und wir einfach nur Probleme haben mit den Reifen. Ach, Digga. Ich wäre froh gewesen, jetzt mit 7 Runden wäre es wenigstens gleich vorbei. Aber so muss ich noch über 4 Runden aushalten. Und das wird wahrscheinlich am Ende nicht mal mehr die Top 10, habe ich die Befürchtung. Klar, die KI fährt auch nicht mehr die Zeiten wie am Anfang, aber die fahren trotzdem einfach so viel schneller. Ja, jetzt kommt hier Quartararo neben uns. Der nächste, der vorbeizieht. Jetzt kommt noch Bastianini auch noch vorbei. Super. Jetzt nur noch 7. Und Marquez, nee, 8. Marquez kommt jetzt auch noch vorbei. Ja, ist echt nicht normal. Jetzt fühle ich mich echt wieder wie in den ersten Rennen, wo ich die adaptive KI hatte. Boah, jetzt noch 3 endlos lange Runden. Gar kein Bock. Sonst wäre das Rennen jetzt hier vorbei. Ich habe echt gedacht, dass das Podium heute drin wäre. War ja an sich bisher ganz gut, der Start alles. Und dann so ab Runde 4 plötzlich so viel langsamer. Der einzige Sektor, wo ich halbwegs die Pace mitgehen kann, ist der erste. Ja, alles danach. Ich rutsch einfach weg. Es macht keinen Sinn. Ich fahre die gleiche Linie. Bremse gleich. Ja, jetzt kommen auch noch beide V46 gefühlt gleichzeitig vorbei. Ha, Digga. Von außen beide. Okay, doch wieder Platz 9 bekommen. Wieder die Gian Antonio vorbei. Vor allem bei dem Wetter. Wie kann es sein, dass niemand stürzt heute? Sonst bei trockenem stürzen 4, 5 Fahrer. Und heute im Regen stürzt kein einziger vor mir. Echt schade, ich habe so viel erwartet. Nach dem starken Qualifying ganz knapp hinter der Pole. Die Anfangsphase war ja auch nicht schlecht. Wir waren immerhin 3. In Schlagdistanz zu der Führung. Und dann plötzlich extrem schlechte Pace. Ja, Bezzecchi wieder berührt. Ist mir jetzt auch egal. Kaum eine Runde noch. Also seht ihr die Zeiten. Wir fahren konstant 2,14er Zeiten die ganze Zeit. Weil einfach nicht mehr möglich ist aktuell mit den Reifen. Erst jetzt so kickt das bei der KI wahrscheinlich rein, der Reifenverschleiß. Bei uns halt schon 5 Runden früher. 15 Sekunden Rückstand, schaut euch das mal an. Also, ey Digga. Also pro Runde 1,5 Sekunden langsamer als Jorge Martin. Immerhin sind die schnellen Fahrer schon alle vorbeigezogen. Jetzt fahre ich halt gerade in so einem langsameren Tempo. Hinter mir sind die auch nicht wirklich schneller, zum Glück. Letzte Kurve. Wir kommen hier auf Platz 10 ins Ziel. Immerhin ein paar Punkte. Aber trotzdem schade. Also so ein gutes Qualifying. Pace am Anfang eigentlich auch. Aber naja, es hat einfach nicht geklappt. Die schnellste Runde war sogar echt gut. Also mit 2:11.6 der drittschnellste, glaube ich. Und Marquez 8. Also auch gut vom Teamkollegen. Ganz vorne halt Doppelsieg Pramac. Dann Bagnaia 3. Fahrerwertung fallen wir 3 Plätze zurück. Alter. Auf Platz 8 nur noch, aber die Abstände sind ja sehr, sehr knapp. Vorne immer noch Bastianini, dann Bagnaia, Marquez 12. In den Konstrukteuren sind wir 5. Aber wir haben immerhin das Ziel erfüllt, dass wir da Oliveira schlagen. Platz 10 stimmt, haben wir auch noch zum Glück geschafft. Jetzt nochmal der Turning Point bis zur letzten Kurve. Mal schauen, wer jetzt kommt. Okay, wir haben immer noch den gleichen Rivalen. Also ganz entspannt, Oliveira ist ja eh nicht so gut. Damit würde ich sagen, war es das mit der heutigen Folge. Lasst gerne wie immer Like und Abo da, falls ihr neu seid, keine Videos verpassen wollt. Nächster Part dann Österreich. Habt doch einen schönen Tag, haut rein und ciao.